Hallo und herzlich willkommen beim Make-up Coach. Cosmoprof in Bologna. Das ist eine der größten Kosmetikmessen überhaupt. Und seit vielen Jahren wollen wir da einfach mal hin. Und dann kam Corona und dann kam das Jahr nach Corona, wo die Messen alle noch nicht so gut bestückt waren. Und dieses Jahr haben wir gesagt, da fliegen wir hin. Und das haben wir gemacht. Und Luisa und ich nehmen dich gleich ein Stück weit auf die Messe mit. Aber so ein bisschen möchte ich erst mal erzählen, wie man sich das vorstellen muss. Das sind also sehr, sehr viele Hallen. Zum Vergleich, wenn ich auf die Messe nach Düsseldorf gehe, auf die Beauty, dann gibt es eine Halle für Füße, für Fingernägel, für Apparatekosmetik, für Accessoires und für Make-up und vielleicht noch irgendwas Gemischtes. Und dann gibt es nochmal Sonderhallen für Haare. Die sind aber dann immer nur am Wochenende auf. So. Das ist sehr, sehr gut überschaubar und man geht von einer Halle in die andere. Die Messe in Bologna ist einfach riesig. Die Hallen sind nicht ungefähr so gleich aufgebaut wie bei uns, sondern die eine ist ganz lang und dafür schmal und die nächste ist auf der zweiten Etage und die nächste ist auf einem Zwischengeschoss und. Also es ist schon mal sehr verwirrend, sich da zurechtzufinden. Wenn wir da nochmal hingehen, werden wir auf den Plan abstreichen, wo wir schon gewesen sind, weil erstmal waren wir komplett überfordert. Einfach von dieser Masse, von den vielen Menschen, klar, die da sind, von der lauten Musik, von diesen Lichtanimationen, denn jeder möchte natürlich die Blicke auf sich ziehen. Also das ist schon ganz schön anstrengend, über so eine Messe zu laufen. Und wir hoffen, dass wir auch alles gesehen haben, denn auch das ist nicht ausgeschlossen, dass wir in irgendeinem kleinen Teil dieser Messe vielleicht gar nicht waren, obwohl wir gedacht haben, dass wir waren. Wir haben 2 Tage die Messe besucht. Am ersten Tag haben wir uns erstmal so grob orientiert. Wir hatten natürlich auch Firmentermine und dann haben wir gedacht, na, ehe wir dann am zweiten Tag so alles suchen, haben wir das am ersten Tag sortiert. Hat auch sehr, sehr gut geklappt. Was bringen wir jetzt für dich mit? Weil du wirst gleich in den Filmschnipseln sehen, da gibt es zum Beispiel auch Hallen, wo große Verpackungsanlagen stehen, also wo irgendetwas abgefüllt wird oder zum Beispiel auch solche Deckel hier gegossen werden oder so. Das ist ja für uns und erst recht für dich nicht so wahnsinnig interessant. Ist mal schön zu gucken, weil man sich ja gar keine Gedanken macht, wie wird irgendwas gemacht oder etikettiert oder so. Also alleine davon gibt es 1,5 Hallen mit so Riesenmaschinen, die irgendetwas um das kosmetische Produkt herum herstellen oder Lidschatten als Fännchen pressen oder so. Und dann, ja, was bringen wir für euch mit? Also um es mal so grob zu erzählen, ohne dass ich jetzt was vorne wegnehme. Wir haben sehr, sehr stark nach Verpackungen geguckt, dass wir mal auch einen anderen Lippenstift bekommen. Klar, die sind schön, die sind praktisch, aber man möchte ja auch mal so noch mal ein bisschen was Besonderes bringen. Und nur mal die Information für dich, eine Lippenstifthülse, da müssen wir immer 20.000 Stück von kaufen. 20.000, ja, das ist viel. Oder wenn man sagt, ja, wir wollen mal eine eigene Make-up-Coach-Mascara haben, das fängt bei 10.000 Stück an. Also das sind Zahlen, die für uns momentan noch schwierig sind zu realisieren. Also wir sind inzwischen bei Stückzahl 5.000. Wenn wir Stifte machen lassen nach unseren Wünschen, dann müssen wir da 5.000 Stück von abnehmen. Das geht gerade so. Lieber ist mir die Zahl 3.000, weil es dann auch schneller weg ist. Schneller weg muss für dich jetzt gar nicht komisch klingen. Wenn ich 5.000 Stifte von irgendwas habe, kennst du, dann mache ich eine Aktion und dann verschenke ich schon mal 1.000, damit ich weiß, dass die auch frisch weggehen. Ne? So. Also das nur mal nebenbei so zu dieser Dimension, die etwas hat, weil so eine ganz kleine Firma, die jetzt heute neu anfängt, gar nicht machbar. Gar nicht machbar. Geht überhaupt nicht. Als ich angefangen habe, war das tatsächlich noch machbar, dass man mit 100 Stück von irgendwas anfangen konnte. Gibt es für mich absolut nicht. Das absolute Minimum zum Beispiel bei einer Lidschattenfarbe sind 500 Stück pro Farbe. Und dann muss das natürlich alles passen und stimmen. Aber das ist nun mal so ganz grob nebenbei am Rande.
Was uns überrascht hat, war, man konnte nichts, aber auch gar nichts kaufen. Das Einzige, was ich gekauft habe, einfach um was kaufen zu wollen, war dieser Kamm hier an einem Stand, die besonders ausgefallene Bürstenkämme, Rasierpinsel, Färbekämme, alles sowas hatten. Und jetzt, als ich ihn aus der Packung geholt habe, der fühlt sich noch nicht mal schön an, hat 20 Euro gekostet. Okay, musste jetzt sein. Ich weiß nicht, ob der besser kämmt, aber irgendwie, ne? Kennst du das, wenn du was kaufen möchtest und dann kannst du nichts kaufen? So. Bei einer ganz netten Frau haben wir wenigstens ein Sample bekommen von einer Lidschattendose, weil man muss ja auch gucken, ne? Wenn es heißt, unsere Lidschatten sind 27 mm und der Hersteller sagt, das sind 27 mm, dann kann das entweder so sein, dass da zu viel Spiel ist oder dass das so eng reinzupressen ist, dass der Lidschatten schon beim Reindrücken bricht. Also das darf eben alles nicht sein. Von daher warten wir noch auf ganz viele Musterstücke. Das ist jetzt nur mal für dich, damit du so eine ungefähre Vorstellung hast. Also hier passen tatsächlich unsere Lidschattennachfüller rein. Hier gibt es keinen Spiegel, aber man könnte dann hinten gucken, was ist denn hier drin. Da kommt natürlich jetzt dann noch ein Klebepunkt. Die gibt es leider dann nicht in magnetisch, da muss man sich entscheiden. Aber für die Handtasche und mal schnell mitzunehmen oder für den Urlaub, fanden wir, ist das ein ganz smartes Format. Und der durchsichtige Klebepunkt lässt dann immer noch erkennen, aha, hier ist zum Beispiel drin kühles Rosa. Fanden wir ganz gut die Idee. Brauchst du sowas oder sagst du, ach, ich hätte es lieber, wenn das hinten schwarz und zu ist, weil dann guckt man eben nicht auf diese Klebepunktgeschichte. Oder sagst du, ja, 4 ist ganz schön, aber ich hätte auch gerne eine mit 6 oder mit 8, weil noch sind wir da tatsächlich offen. Wir haben alles angefragt. Wir lassen uns alles Mögliche machen, auch in verschiedenen Farbkombinationen, auch mit so ein bisschen Rosagold. Das ist jetzt hier ungefähr dieser Farbton. Und ja, sind gespannt, ob das auch wirklich so an uns herankommen wird, weil wir haben alle Daten hinterlegt. Aber man kann sich vorstellen, auf Messe, das braucht ja nur mal so ein Buch verloren zu gehen, wo die sich alles aufgeschrieben haben. Und schon hängen wir wieder in der Luft. Also wir haben Prospekte dabei, wir haben die ganzen Daten dagelassen, wir haben versucht, Daten mitzunehmen. Aber letztendlich wird das alles so umsetzbar sein, wir wissen es nicht, weil andere Anbieter haben dann gesagt, ja okay, wir haben die hier, aber da passen keine 27 mm rein, können wir aber machen. Also da sind wir sehr, sehr gespannt, was da auf uns zukommen wird. Zum Beispiel auch eine Puderdose, die ein Netz drin hat. Also nicht das Sieb, so wie wir es jetzt haben, sondern so ein Netz, das dann sehr schön Puder abgibt und auch noch ein kleines Deckelchen, damit es nicht rauskommen kann. Also wir haben uns viel angeguckt, wir waren sehr, sehr offen für neue Dinge und sind gespannt, was wir davon umsetzen können, realisieren können. Das wird aber jetzt absolutes Minimum ein halbes Jahr dauern, bis wir sowas dann für uns auf den Weg bringen können oder für dich. Weil auch wenn jetzt dann Muster kommen, muss man ja erstmal gucken, ne? Wie fühlt sich das an? Wie oft kann man da den Deckel auf und zu machen? Nicht, dass der nach 5 Mal schon abbricht. Alle solche Sachen sind ganz, ganz wichtig. Dann waren wir sehr begeistert von einem Produkt, ein gefärbtes Lippenserum. Das werde ich auf jeden Fall bestellen, weil das kenne ich bis jetzt so nicht. Das soll mit Hyaluron und schönen Inhaltsstoffen die Lippe eben langfristig aufpolstern. Also nicht jetzt auftragen und bumm, hast du dann ne, sowas. Nein, aber es wird sehr viel Wert inzwischen auf Inhaltsstoffe gelegt, dass die grün sind, clean sind und ja, immer mehr Pflegestoffe. Das fand ich schon sehr schön. Mascara haben wir ganz viele mitgenommen, werden wir versuchen, eine gute Mascara zu finden, weil von Mascara ist man immer so schnell enttäuscht. Ne? Wenn man irgendwas in der Werbung sieht, man denkt, ah, die muss ich haben und dann trägt man sie auf und dann denkt, ja, ist nicht anders als andere auch. Also ehe ich 10.000 Stück Mascara machen lasse, muss die mich dann auch komplett überzeugen. Einiges an Lidschattenstiften, an neuen Smokelinern, neue Lippenkonturenstifte in neuen Texturen, noch haltbarer, noch dieses, noch jenes, wird alles auf uns zukommen. Vielleicht auch mal eine Serie mit Lipglossen, weil das fehlt bei Make-up-Coach noch ein bisschen. Ja, und. In der Apparateabteilung, da haben Luisa und ich einfach nur immer so mit dem Kopf geschüttelt, weil da ist viel
ja, wie verpacke ich das jetzt in Worte, damit es für mich nicht gefährlich wird? Also wir sagen es mal anders. Man muss da an verschiedene Dinge schon glauben und den Placebo-Effekt vielleicht mit ausnutzen. Also da sind wir durchgegangen, weil das ist nicht unsere Welt. Unsere Welt ist auf eine gute Art und Weise besser auszusehen, dass man sich wohlfühlt und zwar immer noch authentisch. Und diesen ganzen aufgeblasenen Schnickschnack machen wir einfach nicht mit. Sorry, den müsst ihr woanders holen. Dann haben wir ein Produkt gefunden, das sehr stark bei Social Media gehypt wird, was es aber in Deutschland nicht gibt. Und dann sagte man uns, ja, wir haben noch keinen deutschen Zwischenhändler. Habt ihr Lust? Jetzt müssen wir das rechtlich abklären, ob das machbar ist. Da kommt dann was ganz Tolles auf uns zu. Also unterm Strich waren wir total zufrieden mit dem, was wir da erreicht haben. Und ja, jetzt hab ich jetzt genug Laberlaberschwart irgendwas gemacht. Und jetzt nehmen wir dich einfach mal mit. Wir konnten natürlich nicht wahnsinnig viel filmen. Das liegt daran, dass man das rechtlich nicht darf oder dass, wenn jetzt zum Beispiel Anwendungen sind, hätte ich gerne mal gefilmt, wie irgendwas gemacht wird. Aber das kann richtig teuer werden, wenn man ja vorher nicht die Genehmigung eingeholt hat. Darf ich das jetzt filmen und veröffentlichen? Klar, die Leute stehen alle mit ihren Handys, aber die setzen das nicht unbedingt jetzt bei YouTube rein. Und von daher haben wir nur das gefilmt, was wir durften, was akzeptabel war. Und einfach nur, um den großen Überblick so ein bisschen näher zu bringen, wie sieht denn überhaupt so eine Messe aus? Nächstes Jahr werden wir da mit Sicherheit nicht hinfahren, weil der Aufwand ist halt wirklich sehr groß und es ist auch ein Batzen Geld, den man da in die Hand nehmen muss, dieses Ganze ringsrum. Aber alles gut, ich gehe jetzt dann nochmal in 2 Wochen auf die Messe nach Düsseldorf, einfach nur, um so für mich das Gefühl zu haben, ich habe nicht irgendwas verpasst für dich. Und vielleicht auch da mal ein bisschen einkaufen zu können, weil in Düsseldorf, ne, da hat jeder so seine Ziehkarre mit dabei, so ein Köfferchen, um dann alles da reinzusammeln. In Bologna hat jeder 20. Koffer bei, so wie wir zum Beispiel. Ich meine, ist schon schön, wenn man Prospekte nicht und Kataloge nicht schleppen muss, aber du konntest nichts kaufen. Ich konnte einfach nichts kaufen, schade, ne? So, aber jetzt erstmal die Filmschnippel. Viel Spaß dabei, uns hat Spaß gemacht und mal gucken, was wir alles umsetzen können. Also hätte ich jetzt 500.000 auf dem Konto, würde ich bestellen wie ein Weltmeister. Wir machen das Schritt für Schritt, so dass das für alle machbar ist. Es werden tolle Produkte kommen, aber immer so nacheinander. Ne? Ja, so geht es auch. Viel Spaß mit uns in Bologna. Die Messe Bologna. Wir sind ein paar Tage hier in Italien, um die neuesten Trends auf der Cosmoprof für dich zu finden und dann vielleicht beim Make-up-Coach einziehen zu lassen. Und Luisa manövriert uns hier durch, weil sie kann ja fast perfekt Italienisch. Naja, jedenfalls wollten wir schon immer hierher und jetzt sind wir mal ganz gespannt, wie es wird. Ja, dann kam Corona und es ging nicht und jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir nehmen dich ein bisschen mit, ne? Machen wir, ne? Machen wir. Was für uns sehr spannend ist auf dieser Messe, das sind natürlich auch Verpackungen, dass wir schöne Verpackungen bekommen für neue Produkte und diese zum Beispiel, die gefallen uns besonders gut. Welche Form findest du denn davon am schönsten? Wäre schön, wenn wir das dann in die Kommentare bekämen. Oder in Schwarz, auch sehr, sehr schön. Klassisches, einfaches, schlichtes und dadurch sehr, sehr edles Design. Es fühlt sich hier so ein bisschen an wie Kirmes. Alles bunt, alles laut, alles voll. Voll mit Produkten, voll mit Innovationen. Und wir suchen noch nach dem Ultimaten irgendwas, ne? Nach dem Ultimativen, so. Genau. Ja. Aber wir gucken einfach weiter, oder? Auch sowas ist natürlich hier vorhanden.
eine Halle, die ist voll mit Maschinen, wo man dann gucken kann, wie irgendetwas produziert wird. So hier zum Beispiel farbige Fläschchen für Lipgloss oder irgendwas, sodass man das in jeder Farbe bestellen kann und dann wird das in der Maschine gepresst. Wir dürfen leider nicht von der anderen Seite filmen, weil man dann die Maschine sehen könnte. Das ist nicht gewünscht. Aber ich habe gefragt, ich darf zeigen, ne? So funktioniert das zum Beispiel, werden kleine Fläschchen produziert. Weil das sieht man ja sonst wirklich nirgendwo, außer bei der Sendung mit der Maus. Hier haben wir was gefunden, das könnte interessant sein. Das wirkt ähnlich wie ein Mikro-Needling. Und wir haben mal verschiedene Packungen zum Ausprobieren gekauft, um zu gucken, wie wirkt das. Einmal Anti-Aging, einmal gegen dunkle Flecken und gegen Mückenstiche, alles was juckt. Also da steigt die Spannung, ob das Produkt dann auch wirklich das kann, was es jetzt verspricht. Und das probiere ich aus. Auf jeder Messe natürlich auch vertreten die Geräte, die versprechen, dass man davon dünner werden soll, dass Sachen eingeschleust werden in die Haut. Also das ist schon große Apparatekosmetik, was in den Studios dann angewendet wird. Und davon gibt es hier halt eine komplette Halle, die überall alles Mögliche versprechen, vor allen Dingen weniger Fett. Die sehen cool aus, oder? Das sind wieder Maschinen für den Körper, die dann irgendwie durch Rubbeln, durch Elektrowellen, durch Radiowellen, keine Ahnung was, irgendwelches Fettgewebe reduzieren sollen. Ach, ich finde, die sehen einfach klasse aus. Wir wissen nicht, was in dieser Maschine passiert. Wir filmen auch nur von hinten, weil das Mädel ist ganz leicht bekleidet. Es blinkt Licht. Sie fährt Fahrrad, sie guckt dabei Film und keine Ahnung, was das sein könnte. Aber es soll bestimmt suggerieren, mach ein bisschen Sport, relax dich dabei, guck Fernsehen und wenn du fertig bist, siehst du einfach traumhaft schön aus. Wird es funktionieren? Nein, achte auf deine Ernährung, geh ins Fitnessstudio, davon nimmt man ab. Kleingeräte für die Haut zur Straffung und so. Also da gibt es ja Angebote, das ist unglaublich, aber diese hier, die haben mich magisch angezogen, weil hier sind sehr, sehr viele unterschiedliche Arten und dann auch nochmal in 6 oder 7 Farben, in Pink, in Blau, in Mint, in Rosa, mit Hello Kitty, also eine große Bandbreite. Ich habe einen Katalog dabei und ich werde mir angucken, was wie funktioniert. Kleiner Snack zwischendurch. Endlich. Ja, haben wir lange anstehen müssen. Und was haben wir jetzt? Ich glaube 4:30 oder so. Das ist das Erste, was wir heute essen, obwohl wir schon so lange unterwegs sind. Lecker, lecker wird das sein. Los geht's, mach aus. Ja.